Hey Leute, was geht ab? Hier sind die Derpioten, an der Strippe ist der Mad Mike. Zusammen mit SteamGamer.de testen wir gerade hier das tolle neue Spiel Meridian A New World oder nur New World. Einen sogenannten Real-Time-Strategy, ja, Strategiespiel. Ist so ein bisschen, sag ich mal, affected worden von StarCraft. Bedient sich aber wirklich unserer heutigen Welt. Also die Tatsache, dass wir eine zweite neue Erde suchen und Ressourcen da dementsprechend harvesten wollen, das ist so das Hauptthema. So, das Ganze ist von einem Indie-Developer. Das heißt, hier ist nicht so derbe viel Geld reingeflossen, wie man sieht. Aber es kann trotzdem für RTS-Fans gut Spaß machen. Es gibt ein paar extra Fähigkeiten, wie links an der Seite zum Beispiel, dass man Einheiten heilen kann, on the spot. Und so eine kleine Energieleiste hat, die mir nachher wieder voll wird. Meine Aufgabe ist jetzt hier unten rechts, wo das Target ist, die gegnerische Basis auseinanderzunehmen. Wenn ich natürlich meine Basis ungeschützt lasse, ist die Frage, ob es überlebt oder nicht. Typisches Ding, wir bauen erstmal weitere Chimeras. Das Bauen haben wir letztes Mal schon festgestellt. Wir klicken in dem Fall auf unsere Factory und haben normalerweise hier dann so hier rechts, wo ich gerade mit der Maus rumfuchtel, ein Hologramm. Das ist, wenn man unten mit in der Mitte auf Chimera klickt, hier. So, jetzt ist es sichtbar. Und dann kann ich auswählen zwischen Laser und momentan Autocannon. Das eine ist stärker gegen alles, so mit einem Durchschnittswert von 4 Schaden pro Sekunde. Und das andere ist ein bisschen weniger stark pro Sekunde, aber gegen Infanterie dafür sehr stark. Und die stelle ich gerade her. Ja, dauert natürlich ein bisschen die Herstellerei, vor allem wenn man kein Essen hat. Das heißt, momentan gibt es da nicht wirklich viel Platz. Essen kann ich noch nicht produzieren, das ist immer noch das Tutorial. Das heißt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich einfach meine ganzen Chimera schnappen, also alle, die ich wirklich habe. Aber ich werde anscheinend nicht mehr angegriffen, das ist schon mal ganz cool. Werde mit Steuerung 1 das Ganze gruppieren und mal hier zusammenziehen. Und gucken, dass ich hier rüberkomme. Okay, sie gehen nach oben rechts, das heißt, ich muss wohl da lang. So, auf jeden Fall zusammenrotten, wir haben ein paar Laser und ein paar, ja, Kanonenviecher. Hier oben steht es im Übrigen, 15 Food. Das bedeutet einfach, ich habe 15 Truppen momentan zur Verfügung. Die sammeln sich ja gerade hier. Beziehungsweise 3 sind noch hier, die, 4 sogar sind hier. Ne, 3. Kann ich zählen heute. Unglaublich. Halte mal kurz meinen einen hier hoch. Die kümmern sich darum, dass ich weiter Ressourcen bekomme. Die 1018 von 1500 Schadium. Yeah, nice. Um halt immer noch weiter produzieren zu können, wenn ich dann mal Units verliere, was ab und zu passieren wird. Ganz klar, es ist ein RTS. Auch da muss man mit Schwund rechnen. Schwund tu Kund. Da kommen die Gegner wieder. Schön draufhauen. Immer schön Fokusfeuer. Es ist im Übrigen wirklich ein Singleplayer-Spiel, also wenn ihr wirklich mal in Ruhe zocken wollt, perfekt für euch. Wenn ihr Competitive spielen wollt, ist es vielleicht nicht unbedingt was für euch. Ich werde nach und nach definitiv welche verlieren, sehe ich jetzt schon. Ah, Türme, alles klar. Hopp, 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 ran da, wo sind die Laser, wo sind die Laser? Na komm, noch ein bisschen. Ja, los, hau das Ding jetzt weg. Kann gar nicht wieder herstellen? Ja, noch nicht. Aber gleich. So. Ja, da sind wir schon. Oh, da kommt ein Mech. Ein gegnerischer Chimera, wie es aussieht. Ja. Ich frage mich, warum hier gegnerische Chimeras überhaupt da sind. Erstmal die Verteidigungsanlagen ausschalten. Ah, shit, zu spät. Gott, ich sacke in RTS. Unbelievable. We have leveled up, click here to... Ah ja, sehr schön, ich habe eine Stufe gemacht. Das heißt, ich kann jetzt neue Fähigkeiten, bin Level 2, neue Fähigkeiten mit reinholen. Error Repair, sehr nice. Spying. Boost Construction Rate, auch sehr praktisch. Overload, Damage to Enemy Vehicle oder Boost Fire Rate. Ich nehme mal Error Repair. So. Ziehe ich mir wieder runter in die Leiste, F2. So, in der Zwischenzeit werde ich natürlich hier dafür Sorgen tragen, dass ich hierhin immer wieder neue Chimeras bekomme. Am besten mal so ein bisschen abwechselnd reinhauen. So, die werden jetzt produziert, wenn ich welche verliere. Momentan habe ich ja 14 von 15. Und die machen wir gerade hier bitte das hier kaputt. Und ich brauche leider noch ein bisschen Energie. Habe ich, jawohl, zack, 3 Stück auf einmal geheilt. Sehr cool. Und jetzt machen wir erstmal hier nach und nach natürlich die Türme kaputt. Beziehungsweise die anderen gegnerischen Building ist kaputt. Ich mach den total kaputt. Mehr Zucker. Aber die haben jetzt nicht mehr so viel zu lachen hier. Die werde ich jetzt einmal so richtig rabiat rannehmen. Laser Fire.
und was auch immer man noch so hier verschießt. Also wie gesagt, grafisch ist es ein bisschen durchwachsen. Nicht zu hässlich, nicht zu schön. Die Story ist auch da. Es ist eine Vertonung mit drin im Spiel. Ist also auch gar nicht schlecht, sag ich mal. Man muss das nicht die ganze Zeit lesen. Man kann es lesen, man muss es aber nicht. Und ja, wie es aussieht, muss ich hier glaube ich nur diesen einen hier kaputt machen. Dann dürfte das fast schon wieder gewesen sein. Destroy the outpost to the east. Gemacht. Jetzt hold out until Donovan arrives. Oh oh. Dann soll ich mal schnell wieder zu meinem ja, super. Verteidigen und so. Jetzt sind meine ganzen Truppen natürlich da hinten. War ja klar. So. Move, move, move. Hopp, hopp, hopp. Hoch da. Immer dieser Stress. So. Gehen erstmal drei da hoch. So. Vier gehen da rüber. Was? Bomber? Scheiße. Und ihr geht mal da runter. So, dann hoffen wir mal, dass es überlebt. Der ganze Scheiß. Yay! Trooper Reinforcements. Woohoo. Ein paar Bomber wären cooler gewesen. So, jetzt haben wir ein paar Trooper noch. Die hier durch die Gegend eiern. Ah, die können also auch Bomber angreifen. Sehr cool. Sehr schön, wir sind raus. Ah, Glück gehabt. So, jetzt kommt hier mal die große Rechte, um meine Station nochmal zu unterstützen. Los geht's. Go, 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 go. Randa, Miranda. Schieß mir die Eier da weg. Die nerven nämlich. Jawohl, den nächsten. Die fallen so ein bisschen behäbig um, die Gegner. So. Noch irgendwo Gegner? Nein? Ja, geschafft. Gut. Enemies killed 128, Units produced 15, Units lost 20. Das ist natürlich nicht so toll. Schade um Mind und Schade um Spend. XP, wie lange es gedauert hat insgesamt, sind zwei Folgen draus geworden. Und Missionen 7 von 7 insgesamt. Also man hat mehrere kleine Missionen pro Abschnitt. Und storytechnisch geht es natürlich auch weiter. Catherine Morgan's transmission. We can stop at a few of those outposts. Any clue as to why our detection systems were not working? Well, part of our detection system was offline. That's why I didn't pick up any life signal. Okay, a traitor? All right. So, wir haben wahrscheinlich Verräter in unseren Reihen und man kann jetzt wirklich jedes Mal hier weiter rumlaufen, mit Leuten sprechen, Missionen. Hier sieht man zum Beispiel starten. Kommen wir mal kurz reingehen und gucken, was für Missionen wir da angeboten bekommen. Our fuel is running low. Genau. So, eine sogenannte Stealth-Mission, also eine Schleichermission. Hier unten kann man sich dann nochmal die Infos der einzelnen Einheiten angucken. Was zu machen, also Chimeras sind dafür gedacht und Troopers sind dafür gedacht. Kann man sich eigentlich selber erklären im ersten Moment. Dann haben wir hier das Engineering. Commander Console. Die gucken wir uns auch mal ganz kurz an. So. Der läuft nicht so schnell. Ich glaube, der ist ja, Type Password. Ja, Check Logins in den letzten 24 Stunden. Access All User Data. Großartig. Hat er voll viel gebracht. Lauf mal wieder weg. Ja, prinzipiell ist es das, glaube ich, auch schon an der Stelle. Das, man hat doch hier in der Mitte, gibt es noch einen, mit dem man sprechen kann. Mein Gott, wenn er erstmal nicht so einen Stock im Arsch hätte oder die Hosen voll, der läuft immer so leicht breitbeinig. Entweder hat zu viel auf dem Gaul gesessen oder tatsächlich in die Hose gemacht. Cole Madsen. Cole, was ab? Erzähl. Hey Cole, got a minute? Sure. What was the crew's reaction to the presence of hostile forces? Everyone's upset, that's for sure. I don't even want to hear the one. I'd like to hear some of those theories about Donna. Thanks, Cole. So, also man kann also wirklich mit seinen Crewmembers oder seinen ganzen Sergeants, wie sie alle heißen, Gespräche führen, herausfinden, was eigentlich geht, die Story vorantreiben oder es auch sein lassen. Man kann auch einfach von Mission zu Mission hüpfen, wenn einem das nicht interessieren sollte. Da es ein Singleplayer-Spiel ist, ist da natürlich doch der Story-Anteil ein bisschen dichter, ein bisschen interessanter. Jetzt frage ich mich gerade, kann ich bei Jeffrey nochmal eine Mission machen oder muss ich direkt zum Start-Mission-Button? Mal kurz gucken.
Okay, also es ist wirklich nur reines Glück gewesen, dass ich von der Station zur nächsten gelaufen bin und da angefangen habe. Es ist tatsächlich ein bisschen linearer. Ich müsste hier also direkt weitermachen. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich schon genug für einen Let's Test an dieser Stelle. Ganz einfach deswegen, weil es ist ein normales RTS. Ihr bekommt nach und nach Fähigkeiten dazu, die ihr anwenden könnt. Ihr bekommt nach und nach neue Fahrzeuge, neue Möglichkeiten. Aber es ist definitiv nicht das Rad neu erfunden worden. Für den kleinen Preis, ich glaube, es sind knapp 14 Euro für den Early Access, wenn man RTS mag, sicherlich nicht verkehrt. Ich persönlich muss sagen, mir reicht es an der Stelle erstmal. Ich lasse euch das mal weiterzocken. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Mad Mike, Steam Gamer und die Derpioten.